Mitten in Manhattan geht sie an den Start. Die kulinarische Preisverleihung des Jahres. Jahrhundertkoch Eckhard Witzigmann lädt ein zu einem Dinner der Superlative. 200 ausgewählte Gäste, die weltbesten Köche und Essen vom Feinsten. Der Anspruch riesig. Es gibt keine Perfektion. Keine hundertprozentige. Ja? Aber? Man kann versuchen. Doch fürs edle Event braucht es eine Blitzverwandlung. In 54 Stunden von einem leeren Loft zu einem festlichen Bankettsaal. Ein Risiko. Das wird natürlich eine ganz enge Kiste jetzt. Eng, eng. Bei seiner Auszeichnung, dem Eckhard 2018, überlässt der Namensgeber nichts dem Zufall. Für die Preisverleihung muss alles stimmen. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Chefkoch Eckhard Witzigmann. Gelingt dem kulinarischen Luxus-Event aus Deutschland der Sprung über den großen Teich nach Amerika? Und können Witzigmanns Spitzenköche bei der High Society punkten? New York, Stadt der Superlative. Nur wenige Meter vom Empire State und Times Square entfernt soll in diesem Jahr Deutschlands wichtigster Gastronomiepreis verliehen werden. Zum ersten Mal außerhalb Europas. In diesem Loft in Lower Manhattan. Aus München ist der Mann eingetroffen, um den sich hier alles dreht. Schirmherr und Gastgeber Eckhard Witzigmann schaut zwei Tage vor dem Event auf der Baustelle vorbei. Die Gemütslage? Er ist nicht nervös bei so einem Auftritt. Das ist ja der internationale Eckhard Witzigmann-Preis. Ja, wird er dementsprechend oder hat sich erweitert. Ja, natürlich ist bemerkenswert, ja, zu erwähnen, ja, das Preisgeld pro Kandidaten für 50.000 Euro, was eben für eine nachhaltige soziale Einrichtung gespendet wird. Und um das geht es ja letzten Endes, ja, dass wir da uns dementsprechend ja Gedanken gemacht haben. Und der Preis trägt nicht ohne Grund seinen Namen. Eckhard Witzigmann gilt als lebende Kochlegende, die Deutschlands Küche revolutioniert hat. Als erster Koch in Deutschland erhielt er für seine Nouvelle Cuisine 3 Michelin-Sterne. Mehr als 40 seiner Kochbücher wurden Bestseller. Ob Heinz Winkler, Alfons Schubeck oder Johann Lafer, alle sind sie bei ihm in die Lehre gegangen. Mit Fernsehköchen wie Tim Melzer und Alfred Biolek kochte er für ein Millionenpublikum. 54 Stunden vor der Preisverleihung beginnt in den sogenannten Spring Studios der Aufbau. Zum 15. Mal gibt es das prestigeträchtige Event mit wechselnden Schauplätzen. Erstmals soll es auf amerikanischem Boden stattfinden. Letztes Jahr war man an keinem geringeren Ort als in Versailles. New York soll dem in nichts nachstehen. Mein erster Eindruck ist natürlich, ich kenne die Location von vorher schon, ja. Aber jetzt, wenn man sieht, ja, was da alles dahinter steckt, ja, der ganze Plan, der ganze Aufbau, die ganze, da kann man sagen, hier, die ganze Fachkräfte, ja, von Deutschland, die hier dementsprechend Hand anlegen, da muss man schon sagen, das ist einfach, ja. Ortswechsel. Keine 3 Kilometer entfernt liegt das Sternerestaurant eines anderen deutschen Spitzenkochs, das schlicht und einfach seinen Namen trägt, Günther Seeger. Hier mitten in Manhattan kocht der 68-jährige Badener selbst. In seinem Restaurant, das er erst im Mai 2016 in New York eröffnet hat. Dass er von amerikanischen Kritikern gerne als Exzentriker aus Germany beschrieben wird, merkt man ihm zumindest heute nicht an. Wir machen keine Zauberküche, ne? Ja, wir sind da sehr puristisch in der Sache. Dass das Produkt muss ganz natürlich sein und total pure. So, für mich, umso weniger wie wir das Produkt in die Hand nehmen, umso besser. Bereits vor über 40 Jahren hat es den Sternekoch in die USA verschlagen. Für einen Deutschen durchaus ein Wagnis. Seine Vorliebe, naturbelassenes Obst, Fleisch, Fisch und Gemüse direkt von Erzeugern aus der Umgebung. Und die findet er in einer Schlucht zwischen den Wolkenkratzern auf einem Bio-Bauernmarkt. Dem Union Square Market. Das ist der größte Markt hier und die meisten Leute kommen aus dem Hudson Valley und der Umgebung. Was ist denn das Besondere? Ist wirklich die Beziehung zu den Farmern, die ich habe. Das garantiert mir einfach das Beste vom Besten. Der Deutsche ist heute in zweierlei Mission unterwegs. Einerseits kauft er täglich selbst für sein Lokal ein. Die Pilze gehen schon mal mit. Aber Günther Seeger will auch eine kleine Version dieses Marktes auf Witzigmanns Galaabend in 2 Tagen präsentieren. Was er noch nicht weiß, für seine Zusammenarbeit mit den Bauern wird man ihn selbst mit dem Eckhard auszeichnen. Hören Sie das?
Das ist frisch. Der Sternekoch ist ständig am Wuseln und Organisieren. Habt ihr auch wirklich kleine Kartoffeln? Im Moment nicht. Die sind alle so? Heute schon, ja. Ich brauche sie nicht heute, sondern für Donnerstag. Große hätte ich da, aber kleine eben nicht. Ich rufe Brent an und frag ihn. Brent ist der Farmer, dem der Stand gehört. Und damit Günther Segers Ansprechpartner Nummer 1. Für Donnerstag. Bringst du da kleine Zucchini mit, damit wir die grillen können? Radieschen, Kohlrabi und was man sonst noch so roh essen kann. Vielleicht noch ein paar von diesen kleinen Gurken. Ja, das ist einer der Leute, die das, den Farmers Garden mitmacht. Ne? Und der war in England übers Wochenende. So, wollte nur sicher sein, dass das funktioniert am Donnerstag. Ja, ja. Und funktioniert? Ja. Oh ja, ja, ja. Ja, ja. Okay, thank you. See you soon. Ne? Ohne eigenes Auto geht es, New York-typisch, mit dem Taxi zurück. Das Konzept seines Restaurants heißt Farm to Table. Sprich, was er morgens am Markt einkauft, kommt abends als 10-Gänge-Menü auf den Tisch. Eine feste Speisekarte gibt es bei Günther Seger nicht. Jeden Tag lässt er sich neue Gerichte einfallen. Die Gastronomie ist sein Leben. Manchmal komme ich um 2 Uhr morgens nach Hause. Aber mir macht das Spaß. Ich bin committed zu meiner Arbeit. Und eine tolle Gastronomie zu betreiben und auch eine Experience für die Gäste. Zurück in die Spring Studios. In 50 Stunden soll aus dieser Baustelle ein festlicher Bankettsaal werden. Bislang ist davon aber noch nichts zu sehen. Damit sich beim Aufbau keine Fehler einschleichen, ist der technische Leiter Vinzenz Alonso im Dauereinsatz. Er und sein ganzes Team wurden extra aus Deutschland eingeflogen. Heute Morgen war es halt leer und jetzt ja, sind quasi alle Firmen gleichzeitig am Arbeiten. Also Licht, Ton, Video und der Messebau im Endeffekt und machen Hand in Hand den Aufbau. Also das Gefühl sagt, es ist sehr gut, ob wir jetzt 100% im Zeitplan sind. Das ist aber am ersten Tag auch nicht ganz so dramatisch. Da hat man immer noch ein bisschen Puffer und den haben wir mit eingeplant. Ob der Puffer ausreichen wird? So soll das Ganze aussehen, wenn es fertig ist. Planung und Design stammen von Architektin Katharina Lottner. Sie hat den Durchblick im Baustellengewirr. Das werden die Wände, die Küche bilden. Die wird einmal um den ganzen Raum laufen. Das Besondere ist, dass es so ein bisschen so ausschauen soll, als würden diese Wände ganz selbstverständlich im Raum stehen. Also die sollen nicht als zusätzliches Element wirken, sondern die sollen tatsächlich so wirken, als wären sie schon immer da gewesen, sodass die Gäste gar nicht auf die Idee kommen, dass das extra für die Veranstaltung eingebaut worden ist. Der Empfang kurz vor der eigentlichen Preisverleihung ist hier oben im 7. Stock unter freiem Himmel geplant. Auf 900 Quadratmetern mit Panoramablick auf Skyline und Hudson River für die handverlesenen Gäste. Jetzt sind wir auf der Dachterrasse. Das ist wirklich das Allerschönste an den Spring Studios, diese Dachterrasse mit dem unglaublichen Ausblick. Hier wird der Empfang stattfinden. Die Gäste kommen durch den Aufzug dort drüben nach oben, direkt von unten, und werden dann sehr überrascht sein, wenn oben die Türen aufgehen und sie auf dieser wunderschönen Dachterrasse stehen. Dann werden hier Marktstände aufgebaut werden. Die Farmer vom Union Square Market werden hier sein und werden ihre Stände aufbauen und ihre Waren mitbringen. Zurück zum deutschen Sternekoch Günther Seger in die Hudson Street. Sein Restaurant ist um 18 Uhr bereits gut gefüllt. 32 Gäste finden hier Platz. 26 Angestellte sorgen für das kulinarische Rundum-Erlebnis. Und in der Küche wird alles à la minute zubereitet. Wenn Sie zu einer Sushi-Bar gehen, der Chef hat den Reis, schneidet den Fisch, wird gewürzt, der Fisch kommt drauf, kommt auf den Teller und kommt zum Gast. Das wird auch nicht 3 Stunden vorher gekocht. Das ist unsere Philosophie, es muss schnell gehen und gleich serviert werden. Eine weitere Besonderheit des Restaurants? Die Küche ist komplett offen und für Gäste einsehbar. Laute Kommandos oder Klingeln, wenn ein Gericht fertig ist, sind tabu. Der Meister will es so. Stattdessen wird geflüstert. Hier muss noch eine Prise Salz drauf. Ja, das kannst du ruhig machen. Das hebt den Geschmack noch mal.
Ich bin sehr empfindlich zu Lärm. Ich mag keinen Lärm. Und wie funktioniert das? Training. Wenn man ein Training hat, braucht man nicht viel reden. Klingt einleuchtend. Doch in einem Lokal, in dem Tag für Tag ein neues, individuelles 10-Gänge-Menü entsteht, ist das nicht selbstverständlich. Das Entree aus Meeresfrüchten ist servierbereit. Wir haben hier super frische Muscheln. Darauf kommt dann ein Ingwer-Gurkensorbet, marinierte Algen und ein Hauch Trüffelöl. Fertig. Das 10-Gänge-Menü kostet hier umgerechnet 140 Euro pro Person. Für die passende Weinbegleitung kommen nochmals gut 100 obendrauf. Es ist angerichtet. So, als ersten Gang heute Abend haben wir eine Espuma aus Kohlrabi, garniert mit Radieschen und einer Stange grünem Spargel. Und ich würde Ihnen empfehlen, für den perfekten Geschmack, den Spargel mit den Händen zu essen und ihn zuerst durch den Schaum zu ziehen. Und danach können Sie, wenn Sie möchten, den Rest auslöffeln oder einfach trinken. Guten Appetit. Danke, danke. Es sieht toll aus. Und wie sich Sternegastronomie anfühlt, weiß Segers Mitarbeiterin, die Neu-New Yorkerin Christa Kunis aus Luzern. Speziell in New York ist es sehr gästezuvorkommend, gästeorientiert. Die Amerikaner sind sehr offen, man kann sehr viel mit ihnen reden über alles. Und es macht wirklich sehr Spaß, die verschiedenen Arten zu sehen, von Amerika zu Europa, und macht sehr viel Spaß. Und das kommt auch bei den Gästen an. Wir waren schon oft hier und genießen es sehr. Das Essen schmeckt einfach großartig. Es ist immer unglaublich frisch. Günther ist ein fantastischer Koch, der mit den Zutaten einfach wunderbar umgeht. Es ist unser Lieblingsrestaurant in New York. 23 Uhr. Gegen Ende des Abends kreisen Günther Segers Gedanken nur noch um ein Ereignis. So, natürlich, wir sind alle sehr gespannt auf Donnerstag. Das ist ja wirklich ein großartiges Erlebnis. Und dass der Eckhard-Witzigmann-Preis New York anfährt, ist ja super toll. Ne? Und so, mal sehen, was passiert. Ne? Wir werden unser Bestes tun. Der nächste Morgen. 33 Stunden vor der großen Preisverleihung startet der Tag in den Spring Studios um 8 Uhr in der Früh. Messebauer, Licht-, Ton- und Videotechniker arbeiten parallel am geplanten Bankett. Was schön wird, ist, wir haben drei sehr schöne große Kronleuchter, die wir einen daran hängen und zwei weiter da drüben. Und die Herausforderung ist das, dass die Kronleuchter eigentlich die Verpackung der großen Leuchter war zu groß für die Aufzüge hier. Und da haben wir extra Spezialhalterungen bauen lassen, damit wir sie ins Haus bringen wollten. Weil die Alternative wäre gewesen, kleinere, das wirkt aber nicht so. Klingt erstmal gut durchdacht. Die Realität sieht aber anders aus. Denn sechs Stockwerke tiefer in der Ladezone herrscht Verkehrschaos. Nein, so geht das nicht. Zurück! In diesem LKW verbirgt sich das, worauf alle warten. Die drei großen Kronleuchter. Aber er kann nicht andocken. Ein weiterer Laster versperrt den Weg. Weil die Rampe noch von Lieferanten anderer Firmen genutzt wird, bleibt fürs Ausladen nur ein kleines Zeitfenster. Die Fahrer müssen nebeneinander parken. Aber wie? Die Einfahrt ist ein Nadelöhr. Klappt das Manöver? Die kostbare Fracht im Wert mehrerer Kleinwagen ist für die Preisverleihung essentiell. Die Leuchter sollen für Glanz und Glamour sorgen, als Kontrast zum sonst eher minimalistischen Design. Doch minimalistisch ist hier vor allem der Platz zum Rangieren. Es geht nur Millimeter voran. Jetzt einfach nur gerade zurück. Gerade. Gut so. Fast geschafft, aber noch nicht am Ziel. Hi, Ferenc. Hi, ich habe hier die Kronleuchter drin. Aber das wird schwierig mit dem Ausladen. Wenn ich sie raushole, dann versperren sie ja komplett den Weg. Das klappt schon. Das ist hier der einzige, den du hast.
Nein, hier sind sie. Der zweite auch? Diese Gestelle werden nicht in euren Aufzug passen. Deshalb müssen wir die Kronleuchter aus den Gestellen herausnehmen und umladen. Und ich brauche diesen Gabelstapler, um das zu machen. Ich fürchte aber, dass ich damit komplett den Durchgang blockiere. Die heiß ersehnten Kronleuchter, geliefert aus Florida, endlich in New York angekommen. Und hoffentlich auch bald zum Ausladen bereit. Das ist relativ kompliziert, weil die Kronleuchter so nicht in den Aufzug passen. Das heißt, wir müssen die jetzt aus den Gestellen rausnehmen und auf Kräne umsetzen. Und dann werden die in den Aufzug buxiert. Das wird eine ziemliche Millimeterarbeit. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir die Dinger da rauskriegen, endlich. 75 Minuten sind schon verflogen. Und es ist nicht wirklich etwas passiert. Der Zeitplan gerät durch die Kronleuchter gehörig ins Wanken. Das Zeitfenster ist, sollte eigentlich bis Mittag sollten die oben sein. Und jetzt haben wir, weiß gar nicht, wie spät ist denn jetzt? Ja, 8:45. Die müssen alle drei einzeln ausgeladen werden, hier umgehängt werden, einzeln in den Aufzug rauf. Und das dauert. Das dauert. Jetzt hoffen wir, dass es schnell geht. Ja. Oben heißt in diesem konkreten Fall übrigens nicht nur oben im Loft, sondern an der Decke. Die nächsten Stunden werden schweißtreibend. Es hängt fest. Ich versuche es von hier mal. Wir müssen vielleicht hier entlang, sonst versperren wir da drüben den Durchgang. Mist. Aber das geht doch nicht, wegen der vielen Menschen, die hier arbeiten müssen. Das meinte ich vorhin. Müssen wir ganz hinter? Genau dahin. Das klappt aber nicht wie geplant. Das geht nicht. Weg da. Nein, wir müssen in den hier hinten rein. Da hinten? Können wir nicht den hier vornehmen? Nein. Ach, so geht's nicht? Tut mir leid, wir müssen den hier nehmen. Das Problem ist gerade, dass wir gerade erfahren haben, dass dieser Aufzug kaputt ist und dass wir jetzt da hinten praktisch rein müssen. Das macht es hier platzmäßig natürlich noch sehr, sehr viel schwieriger. Und jetzt hoffen wir mal das Beste. Die Zeit läuft den Arbeitern davon. Es kommen immer mehr Sachen, Jetzt ist, morgen ist die Veranstaltung und es kommen heute noch die ganzen Möbel. Wir haben mindestens vier Trucks mit Möbeln, die hier noch angeliefert werden müssen. Dann der Caterer kommt noch, der hier angeliefert werden muss. Und das wird natürlich eine ganz enge Kiste jetzt. Eng. Wir nehmen die roten Hüllen erst oben im Loft ab. Die Glühbirnen sind sehr empfindlich. Okay. Ist der 100-Kilo-Koloss mit 1,80 Meter Durchmesser endlich bereit für den hinteren Aufzug? Nicht ganz. Denn der Transport des Glasmonstrums funktioniert nur mit speziellen Hebekränen. Und auch das geht nicht ohne Probleme. Irgendetwas klemmt. Ich helfe dir kurz, warte. Ich heb's an. Gut, so sollte es gehen. Das Ding will einfach nicht. Okay. Vorsicht ist angebracht. Für uns haben die natürlich einen Riesenwert, weil das einer der Hauptaktionen in der Attraktion bei der Veranstaltung ist. Diese drei riesen Kronleuchter in der Halle drin. Natürlich. Aber was die jetzt preislich wert sind, also die sind alle handgemacht, also von der Firma aus Miami, die sich darauf spezialisiert haben, hier an der Ostküste diese Art von Kronleuchter zu produzieren und zu Veranstaltungen zu bringen. Für Luxus muss man eben leiden. Was die hochempfindlichen Glaskörper überhaupt nicht vertragen, sind kräftige Rempler gegen Eisenstangen. Halt, das kann so nicht klappen, der Pin steckt hier nicht richtig drin. Kannst du es hier halten? Ich hab's. Eine Sekunde bitte. Jetzt geht's. So transportieren wir das nie. Das habe ich nur einmal vorher so gesehen. Was Götz nicht weiß, die drei Leuchter kosten pro Tag 9.000 Euro Miete. Neuwert mehrere 10.000 Euro. Gehen sie zu Bruch, wäre allein der finanzielle Schaden riesig. Das nächste Problem.
Wir haben jetzt zum Beispiel, müssen wir diese Rahmen tauschen, weil an den Rahmen wird der Kronleuchter jetzt aufgehängt. Das ist praktisch die Transportgeschichte hier. Und der muss da hinten wieder raus, weil sonst kommen wir nicht in den Aufzug rein. Von all dem Stress und der Hektik bekommt Schirmherr Eckhard Witzigmann glücklicherweise nichts mit. Er ist mit Shuttle und Fahrer quer durch Manhattan unterwegs. Jetzt fahren wir zu Daniel Beaulieu. Daniel Beaulieu ist ein langjähriger Freund von mir und ist hier in New York eine große Nummer. Er hat ja mehrere Restaurants. Ja. Er hat früher 3 Sterne gehabt. Er hat nach vor 2 Jahren leider den 3. Verloren. Und er wird morgen eben den Hauptgang machen. Und ich glaube, dass es morgen auf jeden Fall mit der Höhepunkt sein wird vom ganzen Menü. Ja. Einen Tag vor der Preisverleihung wird auf dem Weg zu Sternekoch und Freund Beaulieu auch der routinierte Eckhard Witzigmann langsam etwas nervös. Man muss dann eben das ganze Proben, der ganze Ablauf, der wird ja geprobt, da wird nichts dem Zufall überlassen. Und das ist schon eine große Anspannung. Und das ist ja nicht, das macht man ja nicht, sagen wir mal, eben tagtäglich. Das Edelrestaurant des französischen Sternekochs liegt im Nordosten Manhattans in der Nähe des Central Park. Eine noble Adresse. Willkommen, wie geht es dir? Bienvenue, Daniel. Comment ça va? Très bien, gut, und dir? Très bien. Viel Arbeit? Hattest du eine gute Reise? Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Der Gourmet-Tempel ist nur eines von insgesamt 7 Restaurants, die Beaulieu alleine in New York betreibt. Natürlich zieht es Eckhard Witzigmann sofort in die Küche. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Chefkoch Eckhard Witzigmann. Es ist immer wieder eine Ehre, wenn Eckhard uns besucht. Wir sind schon zusammen verreist, haben uns schon an so vielen verschiedenen Orten getroffen. Eckhard ist für mich eine lebende Kochlegende und unser Ziel ist es, das zu bewahren, was Eckhard erreicht und gelehrt hat und damit auch Danke zu sagen. Es folgt ein kurzer Vorgeschmack auf die Hauptspeise am morgigen Tag. Das ist die Haut des Hähnchens, getrocknet und gepresst. Das wird also der Teller für morgen. Der Teufel schläft nie. Aber ich meine, Daniel ist ein Profi. Ich muss sagen, ich fühle mich hier gut aufgehoben. Vertrauen ist ja ganz wichtig. Ja. Und das Vertrauen in Daniels Küche wird auch beim Nachtisch weiter gestärkt. Hervorragend süß und leicht. Ein kurzer Streifzug durch die Sterne-Gastronomie mit jeder Menge Herzlichkeit. Stefanie, geht es dir wieder besser? Ja, es geht mir wieder gut. Das ist Chefkoch Eckhard Witzigmann. Hallo, schön, Sie kennenzulernen. Wir sind eine große Familie, ja, und es gibt halt immer Leute, mit denen hat man mehr Kontakt oder wie auch immer. Aber mit anderen ist es schon eine spezielle, herzliche Beziehung. Ja. Die ist nicht gestellt, die ist einfach so, ja. Aufgepasst, wir machen jetzt alle zusammen ein Foto mit Eckhard Witzigmann hier in New York. Wenn diese Stimmung bis morgen zum Event hält, dann dürfte die Preisverleihung ein voller Erfolg werden. Wichtigste Voraussetzung dafür ist aber, dass bis dahin in den Spring Studios die Bauarbeiten im Saal fertig sind. 30 Stunden bevor die Gäste kommen, ist man davon aber noch weit entfernt. Die Kronleuchter stecken nach wie vor unten in der Lieferzone fest. Mittlerweile sind sie aber immerhin auf dem Weg in den Aufzug, millimeterweise. Das ist wirklich hier eine sehr enge Geschichte, was das betrifft. Ja. Wie ihr seht, hier selbst der Aufzug ist voll ausgefüllt. Haben wir echt Glück. Ist zwar ausgemessen worden, aber man weiß ja, wer misst. Passiert auch öfters mal, aber hier haben wir zum Glück gehabt. Ja. Hier sind wir. Passt bitte auf. Langsam. Okay, raus. Cool. Ein bisschen Glück fürs geschundene Nervenkostüm des Messebauers. Schließlich ist das ja erst Kronleuchter 1 von 3.
Klappt das von der Höhe? Es läuft nicht alles nach Plan, ja. Aber Hodge, das ist unser Techniker, der wird jetzt das Rig ein bisschen nach oben fahren und dann ist die Sache erledigt. Die Schaltstelle für die Rigmotoren. Achtung, das Rig fährt nach oben. Okay, danke. Und dann ist es vollbracht. Nach 5,5 Stunden hat es Kronleuchter 1 in den Festsaal geschafft. Hängen tut er aber noch nicht. Wer steuert es? Noch ein bisschen runter, runter. Danke. Jetzt hängt er. Bitte, bitte, seid einfach extrem vorsichtig mit den Kronleuchtern. Nicht einfach draufspringen und schaukeln. Alles klar, draufspringen und schaukeln. Nein, bitte nicht. Kronleuchter Nummer 2 und 3 folgen dann verhältnismäßig schnell, wenn man den Kniff erstmal raus hat. Statt am Vormittag an der Decke, sind sie am Nachmittag zumindest am Boden der Event-Location. Ein Teilerfolg. Nun kommt der Feinschliff. Es wird der nächste Schritt sein, dass der Kollege hier alle Kappen runterzieht, alle Glasteile kontrolliert und die Birnen eindreht. Wenn wir dann soweit sind, kann das Ding nach oben schwimmen. Das wird jetzt aber bestimmt noch eine Stunde dauern. Aus der Stunde werden schließlich knapp 4. Denn neben den zahllosen Kristallteilen, die noch angehängt werden, sind außerdem 300 Glühbirnen einzuschrauben. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das edle Licht lässt erahnen, dass hier morgen etwas ganz Besonderes stattfindet. Messebauer Götz ist glücklich. Er hat es geschafft. Alles gut? Alles super. Sehr schön. Sehr gut gemacht. Und die Höhe? Die Höhe passt wunderbar. Die Linie passt wunderbar. Alle Lampen leuchten. Wunderbar. Weiter oben auf der Dachterrasse ist die Stimmung weniger gut. Denn weil der Aufzug durch die Kronleuchter blockiert war, konnten Stühle und Mobiliar fürs Rooftop nicht entladen werden. Die Arbeiter hinken einen halben Tag im Zeitplan hinterher. Auch das Wetter bereitet Sorgen. Dunkle Wolken und Wind ziehen auf. Also ab 6 Windstärken kriegen wir ein Problem und das sind jetzt ungefähr 3. Wir haben im Team einen Bootsbauer, der kennt sich super aus mit Windstärken. Und den fragen wir alle halbe Stunde im Moment. Und solange der nicht nervös wird, werden wir es auch nicht. Aber reicht die Zeit, um hier morgen Abend den Empfang mit Ständen vom Bauernmarkt auszurichten? Alle werkeln bis spät in die Nacht. Der neue Tag beginnt ernüchternd. Der Himmel ist blau, aber der Wind weht noch stärker. Obwohl das Team schon kurz nach Sonnenaufgang losgelegt hat, der zeitliche Rückstand ist kaum aufzuholen. Wir hatten ja hier schon die Probleme, dass die Wände fast umgefallen sind. Und wie ihr seht, wir sind auch spät dran. Wie gestern mit den Kronleuchtern haben wir heute das Gleiche wieder. Und Gas geben, Gas geben, Gas geben. Ja. Und auch hier drüben, diese Wand, die war vorhin direkt im Wind. Die kam uns schon entgegen. Da sind die Jungs gerade noch hingesprungen und haben dagegen gehalten. Sonst wäre sie komplett umgefallen. Ja, jetzt sind sie hinten gesichert. Mit mindestens 200 Kilo pro Anker, das heißt, hier hinten dran sind mindestens 1,4 Tonnen Gewicht drauf. Da dürfte jetzt eigentlich nichts mehr passieren. Aber der Wind bläst unaufhörlich, seit Stunden. Heute Morgen waren hier Böen mit fast 55 km/h. Das sind 6-7 Beaufort und das ist halt auf dem Gebäude oben nochmal ein ganz anderes Ding, als wie wenn man unten auf der Straße steht oder auf der Wiese oder auf dem Wasser. Ja. Okay, so, dann machen wir weiter. Noch 5 Stunden sind es bis zum Empfang. Messebauer Götz Gittermann aus München wird jetzt an allen Ecken und Enden gebraucht, gleichzeitig. So, das ist leider das Übel wieder mit dem Aufzug. 6-7 Etagen werden hier mit 2 Aufzügen versorgt. Hier sind natürlich auch andere Produktionen noch dazu und warten, warten, das wir eigentlich überhaupt nicht können hier, gell? Und keine Zeit haben dafür. Noch eine Windstärke mehr und die Gäste dürften aus Sicherheitsgründen nicht auf die Dachterrasse. Das wäre der Super-GAU. Es gibt eine bestimmte Buffergrenze, danach ist das halt keine Gewährleistung mehr da. Jetzt, wann die genau ist, das müssen wir nachschauen. Ja, aber was macht ihr denn mit den Gästen? Ja, dann gibt es einen Plan B, dann sind wir hier unten in der Etage, wo wir jetzt rauskommen. Dann geht es unten vom Entrance direkt hier rein. Ob es soweit kommt? Von all dem Trubel hat Schirmherr Eckhard Witzigmann bislang nicht viel mitbekommen.
Gut 4 Stunden vor Beginn seiner Preisverleihung inspiziert er den halbfertigen Festsaal. Was sagst du zum Meisterreit von der Katharina? Jetzt komm an, orientiere dich. Da muss man sich erstmal konzentrieren. Ja? Das ist überwältigend. Doch auch dem Grand Seigneur der deutschen Kochszene bereitet das Wetter Bauchschmerzen, trotz Sonnenschein. Ja, da haben wir bis jetzt haben wir Glück. Ja. Aber da bei uns, wo wir wohnen, im Hotel, ja, das ist relativ sehr windig. Ich hoffe, dass es nicht zu windig wird. Ja. Aber ja, das wäre halt schade. Ja. Und, wenn jemand vom Dach fliegt. Nicht, wenn man jetzt runterfliegt, aber dann gar nicht hochkommen. Was ist denn jetzt der erste Eindruck? Der erste Eindruck ist überwältigend. Ja. Also jetzt muss man erstmal wirklich mal sacken lassen. Ja. Man muss es sacken lassen und wirken lassen. Ja. Das ist, ich glaube, wenn dann natürlich auch die Leute hier sitzen, ja, dann hat es natürlich noch mehr, kann man sagen, Ausdruckskraft. Den edlen Ausdruck sollen die Gedecke noch verstärken. Feinschliff an den 22 Tischen, die extra aus Deutschland in die USA verschifft wurden. Mehr als 600 Gläser, Geschirr und Besteck werden eingedeckt. Für Tafelkultur vom Feinsten. Jetzt zieht richtig Glamour in den Raum. Aber die Messebauer plagen neue Sorgen. Jetzt machen die Aluminiumjalousien Probleme. 450 Quadratmeter davon sollen die Küche zu Beginn der Feier verhüllen, als optische Trennwand. Aber nicht so. Eine schnelle Lösung muss her. In 2 Stunden trudeln die ersten Gäste ein. Ja, wir haben jetzt Probleme mit den Jalousien. Die gehen zwar hoch, hüpfen dann oben aus der Rolle raus, weil der Winkel zu steil ist, und dann bleiben sie hängen. Das ist zum Glück auf der Reihe jetzt alles behoben, das Problem. Wir haben das noch hinten, bei den letzten 5. Weil sich die gar nicht öffnen lassen, will Götz Gittermann selbst Hand anlegen. Das ist super, wollen wir die nur noch einmal ausrichten hier, die Wand unten noch mal gerade machen. Weißt du, wenn du hier reinschaust, dass du reinschaust und es einfach noch mal gerade siehst, damit die Tische, genau, die müssen wir halt. Dann Entwarnung. Wir haben gerade erfahren, dass sie die überhaupt zu haben wollen, weil dahinter die hässlichen Kühlschränke sind und anderes diverses Gerät. Das ist natürlich Glück im Unglück. Sehr gut. Thema erledigt. So lange zumindest, bis an einer anderen Stelle des 750 Quadratmeter großen Festsaals ein neues Problem auftritt. Nur 3 Kilometer entfernt bereitet sich eine weitere Deutsche auf die Preisverleihung vor. Astrid Gutsche. Die Hamburgerin studierte in Paris Patisserie. An der dortigen Kochschule Cordon Bleu lernte sie nicht nur ihr Handwerk kennen, sondern auch ihren Mann, den peruanischen Koch Gaston Acurio. Beide gingen nach Südamerika und revolutionierten dort die einheimische Küche. Genau deshalb sind sie für den Eckart 2018 nominiert. Wir sind jetzt gerade in einem kleinen Schokoladenschäft gewesen, mit allen möglichen Kakaoarten. Und da haben wir in einer Ecke peruanischer Kakao, das stand da drauf auf dem Paket, da mussten wir natürlich sofort welchen kaufen. Ich arbeite ja immer viel mit peruanischen Bauern, die Kakao pflanzen, und ich kenne auch viel mit diesen verschiedenen Kakaos, die jetzt, also die wir in Peru haben. Und wenn ich das natürlich in der Mitte von New York peruanischen Kakao sehe, muss ich ihn doch kaufen, das ist doch ganz logisch. Und den wollen wir gleich mal probieren. Astrid gilt als die Kakaodetektivin schlechthin. Immer wieder reist sie in die entlegensten Winkel Perus, um ihrer Leidenschaft der Schokolade zu frönen. Zwischen Anden und Amazonas sucht sie nach alten Sorten, die in Vergessenheit gerieten oder zu Unrecht verkannt werden. Damit will sie den Bauern dort eine Perspektive aufzeigen. Also wir haben jetzt also verschiedene Schokoladen gekauft. Eine aus Peru, eine aus Ecuador, unsere Nachbarn. Eine aus Costa Rica, unsere Fastnachbarn, und eine aus Grenada. Astrid und Gaston betreiben alleine in Lima, Perus Hauptstadt, 20 Restaurants. Weltweit kommen 27 weitere dazu. Die Leidenschaft für Schokolade teilen mittlerweile beide. Von meiner Frau habe ich gelernt, Schokolade zu lieben. Ich habe eigentlich immer nur Milchschokolade gegessen, bis ich nach und nach diese eigene Welt der verschiedenen Geschmäcker entdeckt habe, der Kakaobauern und die der verschiedenen Regionen. Deshalb habe ich mich so in Schokolade verliebt. With me.
Dass Schokolade glücklich macht, ist bekannt. Zumindest wenn man, wie dieses Paar der Haute Cuisine, beim Gaumenschmaus eine wichtige Regel befolgt. Sind doch hübsch, die kleinen Dicke. Die Schokolade darf man nicht beißen. Schokolade muss man wie ein Bonbon auf der Zunge zergehen lassen. Und wenn die Schokolade dann so gewärmt wird und auf der Zunge zergeht, dann kann man diese ganzen Perfile spüren und die Aromas auch spüren. Ne? Während sich die zwei mit dem sogenannten braunen Gold im Park auf den Abend vorbereiten, ist in den funkelnden Spring Studios die Anspannung vor dem großen Ereignis spürbar. In 30 Minuten kommen die ersten Gäste. Gastgeber Eckart Witzigmann feilt noch an seiner Rede. Ja, im Moment freue ich mich ein bisschen, kann man sagen, gedämpfter, ja. Aber wenn Sie mich dann später fragen, so um 10 Uhr, dann sage ich nicht ganz genau. Und wenn ich dann nicht lache, dann wissen Sie, was los war. Und wer den Grand Seigneur der deutschen Kochszene kennt, der weiß, dass nicht weniger als das Beste sein Anspruch an sich und den Abend ist. Es gibt keine Perfektion. Keine hundertprozentige. Ja? Aber? Man kann es versuchen. 16.45 Uhr, noch eine Viertelstunde. Dann soll die Festgesellschaft auf der Dachterrasse eintreffen und den Bauernmarkt bewundern. Die gute Nachricht für den deutschen Sternekoch Günter Seeger, der diesen Teil des Events organisiert hat, der Wind ist abgeflaut. Die Fete kann im Freien steigen. Die Sonne ist wunderbar, das Wetter ist herrlich, Ausblick ist großartig. Was kann noch schief gehen? Die sind gerade alle am ihre Sachen dekorieren. Den Wind haben wir nicht bestellt, aber das geht so. Ne? Die letzten Sekunden. Improvisationstalent ist auch jetzt noch gefragt. Dass Sternekoch Günter Seeger heute Abend selbst geehrt wird, davon hat er im Moment noch keine Ahnung. Derweil treffen unten an der Varick Street die Gäste ein. Geladen sind Vertreter aus Wirtschaft, Kultur, Medien und Spitzengastronomie. Aus New York, Deutschland und dem Rest der Welt. Bereits nach einer knappen halben Stunde ist die Terrasse gut gefüllt. Die Kombination aus Empfang und Bauernmarkt scheint gut anzukommen. Bei denen, die genießen dürfen, und denjenigen, die noch arbeiten müssen. Es ist fabelhaft. Es könnte doch keinen besseren Tag als den hier heute geben. Bauern sind alle gekommen. Mein Freund Günter Seeger ist hier. Eckart und all seine Freunde. Es wird ein toller Abend werden. Die Gäste genießen das Bio-Angebot an den Marktständen und zeigen echtes Interesse. Und einem werden die Häppchen von seinen Köchen persönlich serviert. Hier sind drei Sorten Kartoffeln von den Bauern. Esse ich die einfach mit der Hand? Ja, genau. Und fange ich mit der oder der Soße an? Wie du willst. Okay. Und? Das ist lecker, oder? Mmh. Günter Seeger ist auf Streifzug. Am Stand von Pharma Brand, der noch vor 2 Tagen in England weilte und nur telefonisch zu erreichen war, läuft alles glatt. Wie vom deutschen Sternekoch bestellt, gibt es kleine Zucchini vom Grill. Wunderbar. Kann nicht frischer sein. Bisschen gegrillte Zucchini, nur ein bisschen Salz, Olivenöl. Mehr brauchst du gar nicht. Die neue Einfachheit der Sterneküche. Der Mini-Bauernmarkt verkörpert, worum es in diesem Jahr beim Eckart-Preis in New York geht. Um Esskultur und vor allem um den verantwortungsbewussten Umgang mit Lebensmitteln und Ressourcen. Einen Preis zu erhalten, der nach einem so berühmten europäischen Koch wie Eckart Witzigmann benannt ist, das ist eine Riesenehre. Denn es werden eben nicht nur die weltweit besten Köche ausgezeichnet, sondern auch die besten Restaurants, Märkte und manchmal auch Winzer. Daniel Boulu weiß übrigens, wovon er spricht. Er wurde 2011 selbst mit dem Eckart für seine Kochkunst ausgezeichnet. Gut 1,5 Stunden nach dem Empfang auf der Dachterrasse geht es nach unten in Richtung Festsaal. Dort haben die 20 Messebauer und weitere 20 Techniker das geschafft, was noch vor ein paar Stunden utopisch erschien. Für den Höhepunkt des Abends, die Preisverleihung, haben sie in letzter Sekunde alles fertig bekommen. Alles ist gut. Perfekt. Wir sind vorbereitet. Die improvisierte Küche ist noch hinter den Jalousien versteckt.
Unter der Leitung von Sternekoch Daniel Bolu und seinem Küchenchef Eddie Leroux werkeln 40 Köche am Menü für den Abend. Mit dabei ist auch ein Deutscher, Winzer und Koch Christian Stahl. Normalerweise kümmert sich der studierte Weinbauingenieur in Mittelfranken um das leibliche Wohl im Restaurant seines Weinguts. Heute kocht er in New York. Warum? Wenn mich Eckhard einlädt, um bei so einem Event dabei zu sein, bei dem viele der besten Köche und viele der besten Winzer Deutschlands und der Welt dabei sind, hat es ungefähr 2 Sekunden gedauert, Ja zu sagen und 10 weitere, um ein Ticket zu buchen. Der erste Gang, frische Jakobsmuscheln. Die Meerestiere sind einzeln mit Krepppapier voneinander getrennt, damit man sie leichter anrichten kann und sie nicht trocken werden. Perfektes Timing ist jetzt gefragt. Bei 200 Tellern und 200 Gästen, die zu servieren sind, kann man natürlich auch nicht anrichten, wenn der Gast schon aufs Essen wartet, sondern man muss dann schon rechtzeitig anfangen. Verfeinert werden die Muscheln mit Essig von der Gochibeere, kaltgepresstem Okraöl und Koriander und einer Prise Salz. Die Teller sind fertig, bis die erste Rede ihr Ende findet. Dann darf die Küche ihre Hüllen fallen lassen. Der große Moment. Die Gäste merken, dass das Essen ab jetzt vor ihren Augen angerichtet wird. 70 Mitarbeiter im Service sorgen dafür, dass die 200 Teller möglichst schnell an jeden Platz kommen. Die Atmosphäre unter den Geladenen? Gediegen bis festlich. Und? Wie schmeckt nun das erlesene Menü? Ja, wunderbar. Zuerst, das ist die Küche, die Qualität der Produkte, die Frischheit von den Jakobsmuscheln und das Gewürz und der Assaisonnement drum war perfekt. Auftritt Eckhard Witzigmann. Der Jahrhundertkoch hat erst vor kurzem die deutsche Astrid Gutsche und ihren peruanischen Mann Gaston Arcurio an ihrem Wohnort in Peru besucht und sich sein eigenes Bild gemacht. Danach stand für ihn fest, die Schokoladenexpertin und Patissier bekommt mit ihrem Mann den Eckhard 2018 in der Kategorie Innovation. Ich bewundere eure Energie, die ihr Tag für Tag aufbringt, um immer wieder eure neuen kreativen Ideen umzusetzen. In euren Top-Restaurants genauso wie in Lokalen für die Allgemeinheit. Astrid und Gaston haben die Küche Perus revolutioniert. Weg von der französischen Haute Cuisine hin zu heimischen Zutaten und Rezepten. Die 50.000 Euro Preisgeld wollen sie Kakaobauern und deren Familien am Amazonas zukommen lassen. Das ist nicht ein Preis für mich und das ist kein Preis für Gaston. Das ist ein Preis für alle unsere Bauern, die wirklich in manchmal komplizierten Situationen arbeiten und die eine super Arbeit machen, damit wir die Küche ein bisschen zaubern können. Die 40 Köche in den New Yorker Spring Studios kommen beim Zaubern allmählich ins Schwitzen. Denn trotz der Reden im Saal muss in einer improvisierten Küche, wo man Speisen nicht warm oder kalt stellen kann, das Timing exakt stimmen. Jetzt sind wir doch ein bisschen hinten dran mit der Zeit, mit den Reden. Vielleicht geht's dann, das ist immer der größte Unsicherheitsfaktor, wenn Reden kommen, die dann länger dauern oder wenn irgendwas anders läuft. Beirren lässt sich die Kochcrew davon aber nicht. Hochkonzentriert wird angerichtet, Teller für Teller. Und Christian Stahl ist umzingelt von geballter Kochprominenz. Prominenz und solche erfahrenen Leute haben natürlich noch mal eine ganz andere Vorstellung von dem, was sie haben wollen. Und hat man heute schon gemerkt, da wird schon alles 10-mal probiert, bevor das rausgeht. Schon beeindruckend, wie akribisch da gearbeitet, gerade von Daniel. Der französische 2-Sterne-Koch Daniel Bolu gilt nicht ohne Grund als Kochvirtuose in New York. Beim zweiten Gang ist das Gemüse der Star. Auf einer Chermoula, eine Art Creme aus Frühlingszwiebeln, wurden Erbsen, Kartoffeln und Wildwasserschrimps angerichtet. Das Ganze exotisch verfeinert mit indischen Gewürzen. Die Weine kommen aus Deutschland. Genauso wie Chef-Sommelier Melanie Wagner vom Restaurant Schwarzer Adler bei Freiburg. Erlaubt ist, was schmeckt. Und bei Genuss lässt sich nichts vorschreiben. Also da kann jeder schalten und warten, wie er möchte. Und während sich die Gäste den zweiten Gang noch schmecken lassen, schwört Koch Eddie seine Crew auf die Hauptspeise ein. Die Soße richten wir wirklich erst ganz am Ende an.
Ihr gebt ein paar kleine Kleckse drauf. Mehr nicht. Und nicht aufs Hühnchen. Wir müssen wirklich super schnell sein. Alles klar? Noch Fragen? Gibt es nicht, nur Fotos. Es sind ja zwei Stationen, jeweils 100 Teller. Und der Chef Eddie hat das ganz gut jetzt eingeteilt. Die reichen immer die Teller weiter, so geht es wie am Fließband. Und ich habe jetzt noch mal ein Foto gemacht, weil dann hat man noch mal die Möglichkeit, dass man sich das noch mal anguckt, was wo liegt, dass das auch dann genauso aussieht. Und das menschliche Fließband arbeitet im Akkord. Jede Station hat nur eine kleine Aufgabe zu bewältigen, bevor der Teller blitzschnell weitergereicht wird. Es gibt Freilandhuhn an Karotten in Bratensaft, verfeinert mit peruanischem Pfeffer. Et voilà! Zwei Küchenteams eifern regelrecht um die Wette. Wir schlagen uns auf jeden Fall besser als Daniel da drüben. Ob das der Großmeister einfach so auf sich sitzen lässt? Das ist ja heute das einzige warme Gericht. Und es soll auch warm bei den Gästen ankommen. Deshalb drücke ich so auf die Tube, denn der Stress ist schon enorm. Man muss die perfekte Temperatur, die perfekte Textur des Gerichts und den perfekten Geschmack treffen. Deshalb müssen wir echt Gas geben. Und Eddie, der hat mindestens 10 Leute mehr drüben, damit er das hinkriegt. Also, Eddie ist ein Spielverderber. Solange Daniel und Eddie noch zu Späßen aufgelegt sind, haben sie die Lage im Griff. Alle 200 Gäste bekommen in weniger als 10 Minuten den Hauptgang. Passend dazu gibt es jetzt roten Pinot Noir aus Franken. Großartig. Also, ich sag mal, das Produkt ist King, wie der Eckart Witzigmann immer sagt. Und das schmeckt man. Es folgt der Höhepunkt des Abends, von dem Koch Günther Seeger noch nichts weiß. Ich liebe Überraschungen. Also teilen Sie doch die Vorfreude mit uns. Ohne ihn wäre der Union Square Market nicht das, was er ist. Günther Seeger. Damit hat der 68-jährige Sternekoch überhaupt nicht gerechnet. Seine wenigen Worte sprechen Bände. Was für eine Überraschung. Günther, er ist ein unglaublicher Dickkopf. Aber er hat eine Philosophie und er zieht sie knallhart durch. Und ich wünsche den lieben Günther für die weitere Zukunft von ganzem Herzen alles erdenklich Gute. Ich bin ein ganz großer Fan von Günther und seiner Küche. Bravo! Die jahrzehntelange Arbeit mit den Farmern in den USA. In diesem Moment macht sie sich bezahlt. Ich bin speechless, aber ich bin sehr... Sein Preisprogramm vom Eckart ist großartig. Das wird mich noch mehr anspornen, um noch besser zu werden und noch harter zu arbeiten. Mit dem Preisgeld eines deutschen Sponsors will Seeger eine Stiftung für Kinder gründen, damit die von Farmern lernen können, wo ihr Essen herkommt. Ist auch der Gastgeber zufrieden? Das große Lächeln, das kommt jetzt langsam, ja. Weil ich glaube, es war ein Abend, der gut angekommen ist. Köstliche Weine, das Essen war perfekt. Was natürlich auch bewundernswert ist, ja, oder war, dass die Leute so lange sitzen geblieben sind, ja, was eigentlich in Amerika nicht, kann man sagen, so alltäglich ist. Ja. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Und so geht der 15. Eckart Witzigmann-Preis in Manhattan zu Ende. Nächstes Jahr soll er erstmals in Wien stattfinden, bevor 2020 die weltweite Expansion weitergeht in China. Eines steht fest: New York wird allen Beteiligten und besonders den Preisträgern mit Sicherheit noch lange in Erinnerung bleiben.